Hey Leute und willkommen zum ersten Snapshot von 1.16, dem Nether-Update. Und ja, blaues Feuer ist vollkommen normal. Und ja, in diesem Update gibt es auch eine komplett neue Rüstung. Auf der Minecraft-Webseite könnt ihr das Update nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Und alles, was ich bisher sagen kann, ist, in diesem Update ist so viel drin. Aber erstmal zeige ich euch, was neu im Nether ist. Also wie ihr sehen könnt, gibt es viele neue Blöcke, neue Mobs und neue Rüstungen und auch neue Biome, die dem Nether hinzugefügt wurden. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt insgesamt 3 neue Biome im Nether und diesmal sind sie sogar 3D. Das bedeutet, wenn ich hier hochfliege, bin ich auf einmal in einem anderen Biom. Das sieht man an der Farbe. Rot, blau, rot, blau. Ich hoffe, sie machen den Übergang noch besser, sodass man nicht einfach so einen doofen keinen Übergang hat. Als nächstes haben wir die Soul Sand Valley und ich habe das Gefühl, dass bestimmte Mobs überwiegend und auch mehr in den einzelnen Biomen spawnen. In diesem sind es zum Beispiel die Ghasts und normale Skelette, soweit ich gesehen habe. Außerdem werden in diesem Biom natürlich noch diese Bone Block Fossilien hier, die haben auch einen neuen Ton, generiert, die von alten Kreaturen, die hier gestorben sind, erzählen sollen. Außerdem finden wir hier nämlich noch einen neuen Block, und zwar nennt sich dieser Basalt. Der kommt immer von der Decke, so wie die Lava, und macht dann hier immer so einen kleinen Klecks hin. Bisher kann man mit dem Block aber leider überhaupt noch nichts anfangen, außer dass es halt eine Textur von oben hat und von der Seite, ne? Seht ihr ja. Angrenzend zu unserem Soul Sand Valley haben wir als nächstes Warped Forest. Hier bewegen sich hauptsächlich Endermänner rum, wie man merkt. Was ich gar nicht so schlecht finde, weil man hat immer irgendwie manchmal das Gefühl, dass man nie Endermänner findet. In diesem Biom gibt es ziemlich viele neue Blöcke, und zwar Warped Mycelium, Warped Roots, Nether Sprouts und Warped Fungi. Und dann gibt es hier noch Warped Stem. Und ja, das ist Holz. Und gibt uns eine neue Holzart. Und es gibt sogar 2 neue Holzarten, aber dazu später. In diesem Biom gibt es nämlich hier noch dieses Shroom Light, das für dieses Biom an sich die Lichtquelle darstellt. Mal sehen, was damit... Es hat eine ziemlich schöne Textur, muss ich sagen. Schöner als Glowstone an sich. Laut Patchnotes soll es ein friedliches Biom sein. Sieht natürlich so aus, wenn die Skelette vom Soul Sand Lake, wollte ich schon sagen, nicht drüber kommen würden. Als letztes Biom haben wir natürlich hier noch das komplette Gegenteil vom Warped Forest, und zwar ist das der Crimson Forest. Er ist eher ziemlich rot und düster, sieht man hier jetzt leider irgendwie nicht ganz. Hier gibt es Crimson Roots, Crimson Fungi, Crimson Nylium und dann natürlich noch Crimson Stem, also die zweite Blockart, von der ich geredet hatte. Diese Weeping Vines gibt es außerdem nur in diesem Biom. Genauso wie die neuen Mobs, die hinzugefügt wurden, und zwar die Hoglins. Außerdem werden hier die Zombie-Pigmen rumlaufen die ganze Zeit, so wie ich jetzt hier rumlaufe. Das waren die 3 Biome und man merkt, dass das ursprüngliche Nether-Biom eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Und zwar sieht man eigentlich nur, dass die ganzen anderen Biome auf diesem ursprünglichen Nether-Biom drauf liegen. Wie ihr am Anfang gesehen habt, habe ich eine neue Art Rüstung angehabt. Und das kommt alles von einem neuen Material, und zwar Netherite. Aber es ist sehr schwer zu bekommen, weil es nur, und jetzt passt auf, unter der Lava zu finden ist. Und nicht nur das, denn es ist eindeutig seltener als Diamanten. Ich habe hier mal einen Teil ausgegraben und habe nur 3 Blöcke gefunden. 1, 2 und 3. Und das muss schon was heißen, das ist ziemlich wenig. Ich weiß nicht, wie man das finden soll, also ob es da... Bestimmt gibt es dann irgendwann eine richtig geile Methode, das irgendwie einfach zu farmen. Aber bisher würde ich sagen, es ist ziemlich schwierig. Und jetzt zeige ich euch, wie man aus dem Ancient Debris eure Netherite Ingots macht und damit eure Tools baut. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, das ist genauso wie bei allem anderen, aber nein, das ist es leider nicht. Erstens braucht ihr eine Diamond Pickaxe, um es abzubauen. Im Ofen wird aus dem Block ein Scrap, Netherite Scrap. Jetzt habt ihr 4 Netherite Scrap und könnt die hier einmal so verteilen, dann Gold nehmen und einmal so verteilen und dann habt ihr einen Netherite Ingot. Und jetzt denkt ihr, ja, jetzt tue ich da einfach 2 Sticks darunter und dann ist das eine Netherite Shovel, aber nein, so ist es nicht. Ihr nehmt einfach zum Beispiel einen Gegenstand, den ihr verändern wollt und tut einfach den Netherite Ingot daneben und schon habt ihr
ein Netherite Helmet. Und so geht das mit allen anderen Sachen. Ihr braucht immer nur einen Ingot. Wenn ihr Mending auf eurer Pickaxe habt oder irgendwelche anderen Enchantments und dann das zu einer Netherite Pickaxe macht, verliert ihr leider alle Enchantments. Kommen wir jetzt zu der Durability der einzelnen Sachen. Wir haben hier 44 plus beim Helm. Bei der Brustplatte haben wir plus 64. Bei der Hose haben wir plus 60. Und so wie es aussieht, plus 52 bei den Stiefeln. Beim Schwert haben wir plus 470 Durability. Bei der Pix haben wir auch 470 Durability. Bei der Axt haben wir auch plus 470 Durability. Und genauso bei der Schaufel und der Hoe. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, wir haben Attack hier 7 und da 8. Also ein Attack Damage mehr. Genauso bei der Pickaxe und bei allen anderen auch. Nur hier bei der Hoe nicht. Bei der Armor haben wir immer bei Armor Toughness einen mehr und natürlich Knockback Resistance bei allen. Wenn es jetzt mal dazu kommen würde, dass ihr aus Versehen euer Tool, nein, eure ganzen teuren Tools werfen sind weg. Nein, ist ja doof, shit. Warte, was ist das? Nämlich richtig, die Tools schwimmen nämlich auf dem Boden, auf der Lava. Und ihr könnt sie in diesem Fall nie verlieren. Also falls ihr in der Lava landet und stirbt, dann könnt ihr diese Tools nie verlieren. Bevor wir zu dem Rest des Updates und den Erneuerungen kommen, würde ich euch bitten, diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr solche Updates sehen wollt. Und zu liken, um mich zu unterstützen. Vielen Dank. In dem Update ist auch etwas Neues bei den Commands dazugekommen. Und zwar kann man jetzt bei Locate auch Biome locaten. Und zwar müsst ihr dafür einfach Locate Biome eingeben. Und dann, je nachdem das Biom, das ihr finden wollt, zum Beispiel Bambu, Dschungel, dann zeigt er euch die Koordinaten an. Also genauso wie bei Locate normalen Locate-Sachen. Schon sind wir in einem Dschungel, Bambu, wie auch immer. Kommen wir nun zu den Blöcken. Wir haben hier einmal unser neues Soul Soil. Da können wir ganz normal drauf gehen und sinken auch nicht ein, so wie beim Soul Sand hier. Und wir können es ganz normal mit der Hand abbauen. Das geht. Dann haben wir hier die neuen beiden Holzarten und die Textur bewegt sich, by the way. Kann man auch schön in der Nacht nochmal beobachten. Da funkelt das so ein bisschen gefühlt. Und macht diese ganzen verschiedenen Holzarten. Also ihr könnt alles mit diesen machen. Ihr könnt diese Türen machen. Diese Türen sehen so genial aus, ne? Unglaublich. Zum Beispiel diese türkise Tür. Das ist wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Also, ihr könnt alles aus dem Holz machen, so wie auch aus normalem Holz. Gehen wir weiter zu unserem lieben Nether Ward Block. Und zwar können wir den ja craften aus Netherwarzen, kennen wir ja schon. Und dann gibt es aber hier diesen neuen, und zwar den Warped Ward Block. Aber wir haben keine Recipe dafür, also wissen wir nicht, wie man das craftet. Anbei haben wir dann hier noch diese schönen Shroom Lights. Und die Shroom Lights, die sind ziemlich, ja, ganz normal abzubauen mit der Hand. Das könnt ihr also mit euch mitschleppen. Ihr verliert nichts, so wie beim Glowstone. Es sieht auch wirklich echt besser aus. Dann haben wir dieses schöne Zeug. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich blende ihn jetzt ein. Basalt. Entschuldigung. Basalt. Und ja, es ist an sich für nichts nötig. Ihr könnt aber damit einer Holzpickaxe rangehen und das ganz normal abbauen. Kommen wir jetzt zu dem Rest. Das ist Nether Sprout. Das ist dann der Fungi. Hier ist auch wieder Fungi. Das nennt sich Crimson Roots und das hier nennt sich Warped Roots. Ganz easy. Und dann haben wir hier nämlich noch die Weeping Vines. Die sind genauso wie, ja, wie soll ich es sagen, Kelp. Und wächst an sich einfach weiter, bis es ein Growth Stadium von 25 hat und dann wächst es nicht mehr weiter. Kommen wir jetzt zu meinem kleinen Experiment. Und zwar muss ich dafür kurz in den Creative-Modus gehen. Ich habe hier schon mal Bone Meal vorbereitet, wie in so einer Kochshow. Hier haben wir einmal unser Warp Nihilium und auf der anderen Seite unser Crimson Nihilium. Und wenn ich jetzt hier einmal
schön Bone Meal daneben setze, seht ihr, wie das einfach erweitert wird sozusagen. Und hier wird dann random halt ausgesucht, welches als nächstes ausgesucht wird, also welches weiter wächst, je nachdem. Hier zum Beispiel grün und so weiter und so fort. So könnt ihr nämlich theoretisch einfach euer Biom erweitern, wenn ihr wollt. Kommen wir zu den Crimson Fungi und zu dem Warp Fungi. Den setzen wir jetzt einfach mal hier hin. So, und Bone Mealen das mal. Und ihr seht schon, es ist einfach genauso wie ein Sapling. Also es wächst einfach ein Baum raus. Boah, ist der riesig geworden. Hier wächst einfach ein Baum raus. Und diese Shroomlights können auch an diesen Bäumen wachsen. An beiden. Und so wäre vielleicht die Möglichkeit, so könntet ihr theoretisch jede Menge Shroomlights sammeln, wie ihr wollt. Gehen wir mal in den Nachtmodus hier und dann werfe ich mal hier einfach mal das Shroomlight weg, das, by the way, genau dasselbe Licht, also das Licht abgibt wie Glowstone, also auch Level 14. Haben wir hier eine Torch, die ist auch Level 14, kennen wir. Dann haben wir aus der Torch natürlich hier seit der 2.1.14 oder 1.1.14 diese schönen Lantern. Ui, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Und die hat ein Lichtlevel von 15, also einen mehr als die Torch. Dann haben wir hier jetzt eine sehr schöne neue Torch, und zwar die Soulfire Torch. Und die craftet ihr eigentlich wie eine ganz normale Torch, nur dass ihr Soul Soil einfach da drunter tut und dann habt ihr, seht ihr, Torch, Soulfire Torch. Diese Soulfire Torch ist einfach Lichtlevel 10, also 4 Lichtlevel unter der normalen Torch. Und dann kann man natürlich jetzt auch Lanterns draus machen. Und diese Lanterns craftet ihr einfach ganz normal wie eine normale Lantern, einfach nur mit einer Soulfire Torch in der Mitte. Zack. Das war's an sich für die Blöcke. Das waren alle Blöcke, die neu dazu kamen. Aber es kam noch mehr Neues dazu. Und das zeige ich euch in einem weiteren Video, weil ich denke, dass sonst wird das Video zu lang. Abonniert diesen Kanal, damit ihr diese Videos nicht verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst natürlich nicht, dieses Video noch zu bewerten, ob gut oder schlecht, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns. Ciao. Einen Block habe ich natürlich noch total vergessen. Und zwar ist das der Netherite-Block, den ihr bekommt, wenn ihr einen neuen Netherite-Ingot zusammen zu einem Block craftet. Also genauso wie bei den anderen Sachen auch. Und er sieht schon mega gut aus.